ist nicht Kastelitz, der hinten im Tor steht, sondern Kehrmann hat sich kurzfristig noch für Finn Zecher entschieden. Und der hat den ersten Ball gegen Emil Jakobsen. Blagotinsek macht sich lang. Was ein Tor! Spezialistenwechsel bei den Gastgebern. Hutecek Zeit zu geben, das System von Krikau zu verstehen, sich gegenseitig einzuspielen, logischerweise bekommst du diese Zeit so selten in der stärksten Liga der Welt. Sondern hat auch die Wurfqualität. Da wollen sie ihn ziehen, da kommt er auch raus. Versteinen, die Hand geht auf. Und gleich sind sie auch wieder komplett, aber Lasse Möller nutzt noch schnell die Überzahl. Bei ihm hatten nicht nur von zu Hause. Möller dreht den noch rein. Publikum will Schritte gesehen haben. Hier haben wir nochmal das Prellen. Und also das Montagabendspiel entwickelt sich zum 7-Meter-Werfen. Zecher hat ihn! Und Brosch ist auf der anderen Seite am Kreis. Erneutes Wiedersehen mit Buric. Lemgo hat den Ball mit Cimak und mit Zerbe und wieder nicht drin. Aber der wird trotzdem mehr und mehr zum Faktor. Stark von Cimak hier gerettet. Krikau verlangt mehr Fokus. Und Pütlik. Lemgo ein Mann mehr. Immer wieder Nils Versteinen, den kriegen sie überhaupt nicht in den Griff, die Flensburger. Goller regelt. Ein Brosch-Move. Mensa. Ah, das hat Kehrmann so nicht gesagt. Petrowski. Smits, Jürgensen. An Kastelitz vorbei. Es ist noch Zeit. Lemgo bleibt zumindest mal gegen Flensburg. Es ist noch Zeit. Das wäre ein irres Tor geworden. Unentschieden.